Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridium vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Bei der Sonne, der Sieg ist unser! Welt außerhalb des Heiligen Lands. Ich muss Odin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Wer die Frau ist, die aussieht wie ich. Warum sie mich töten wollen. Odins Spur führt nach Meridian. Wenn ich ihn kriege, wird er reden. Und für die Leben bezahlen, die er vernichtet hat. Ah!
werde ich das Abenteuer immer nur in den Briefenbüchern erleben. Wo liegt das Problem? Verrat! Meines eigenen Bluts! Ich sollte auf eine Maschinenjagd-Expedition in der Wildnis gehen. Mit echten Jägern. Dann kamen Gerüchte auf. Neue Maschinen, ein böses Miasma, viele tote Banuk und so weiter. Also verbat mir mein Vater zu gehen. Er sagt, es sei zu gefährlich für einen adligen Spross. Tust du immer das, was dein Vater dir sagt? Ja, natürlich. Diesen Gerüchten sollte ich selber mal nachgehen. Man nimmt einen tückischen Pfad durch das Nordostgebirge. Du willst doch nicht alleine zu diesem sonnenlosen Ort. Ich schätze, Fremde können tun, was immer sie wollen. Bei der Sonne wäre ich doch bloß kein Adliger. Ja, klingt schwierig. Es tut mir leid, aber alle eingeführten Waren müssen untersucht werden. Das ist eine Frechheit. Wir sind treue Bürger. Wie lange müssen wir warten? Soll ich hier sitzen und warten? Bis alles verdirbt? Ich dachte, Meridian wäre offen für alle Carter. Was Ursa passiert ist, hat nichts mit uns zu tun. Ich frage mich, was sie damit vorhaben. Die Osseram-Händler sollte man im Auge behalten. Die hauen einen übers Ohr, wo sie nur können. Was ist hier los? Olin ist irgendwo da drin. Und auch Erend. Der andere Fremde, mit dem ich vor der Erprobung...